Damals hätte ich eine Lehre als Mechatroniker angefangen, habe aber dann über meinen Kumpel ein Praktikum in der Firma bekommen, wo ich jetzt gerade arbeite, und habe mich dann da halt eine Woche eingearbeitet. Und dann hat es mir im Endeffekt so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, ja, das ist definitiv der Beruf für mich. Die Ausbildung ist wirklich sehr vielseitig, spannend. Du arbeitest jeden Tag mit anderen Materialien. Das macht Spaß einfach. Pflastern ist so der Standard, was jeder weiß, aber da gehört einfach noch viel mehr dazu. Wir bauen Terrassen, wir bauen Mauern, wir bereiten Rasenflächen vor, wir pflanzen. Wir haben ein relativ großes Aufgabenspektrum. Alles, was mit Naturstein zu tun hat, mache ich brutal gerne. Für mich ist Naturstein einfach was Wunderschönes. Es ist egal, ob es das Pflastern ist oder ob es Mauerbauen ist oder irgendwelche Findlinge setzen zum Beispiel. Es ist einfach eine schöne Arbeit. Naturstein ist so vielfältig, den kannst du, so viele Möglichkeiten hast du mit dem. Es kann schon recht fiesel sein, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Setzer arbeiten musst und die Steine ein bisschen anpassen musst. Aber sonst ist es echt sehr schön. Und wenn du halt ein bisschen mit dem Stein spielen musst, dass der reinpasst in die Lücke. Aber sonst ist das echt schöne Arbeit. Die Herausforderung ist immer, die schönste Fläche von dem ganzen Stein zu finden. Der Stein hat 6 Seiten. Du musst schauen, welche Seite nehme ich jetzt her. Mauern bauen, Einzeller setzen. Das sind so Arbeiten, wo ich sage, hey, da kann ich wirklich mal mit meinen Gedanken ein bisschen spielen, kann mir freien Lauf lassen. Man kann Meister machen, man kann Studium machen, zum Architekten zum Beispiel. Du hast so viele kreative Möglichkeiten. Wenn du mathematisch, handwerklich und kreativ bist, dann bist du in dem Beruf wunderbar aufgehoben. Wenn ich in der Früh auf die Baustelle komme, sehe, es ist gar nichts da und im Endeffekt nach Feierabend fährst du nach Hause, kannst drauf runter schon und sagen, ja, heute ist gut was gegangen. Heute haben wir wirklich was bewegt und das ist immer so ein Moment, wo man dann sagt, ach, das schüttet richtig Glücksgefühle aus, das ist ein sehr schönes Gefühl. Ganz stolz kann man von sich behaupten, da war ich dabei, das habe ich gemacht und das sage ich auch immer wieder gern, wenn ich mit meinen Spätzeln unterwegs bin, kann ich auch sagen, hey, das war ich. Landschaftsgärtner ist definitiv ein Traumjob für mich, ja, das sehe ich so. Und ich werde das auch weiterhin machen. Und ich werde auch da bleiben, bis ich ins Grab fall von mir aus.